Grazi, Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part von Assassin's Creed. So, in den letzten beiden Parts haben wir uns die nötigen Informationen für Robert de Sable beschafft. Und Robert de Sable wird an einer Beerdigung teilnehmen und wir werden dieser Beerdigung logischerweise auch beiwohnen und hoffen, dass uns irgendwie eine Möglichkeit ergibt, mit ihm mal ein bisschen zu quatschen, so von Templer zu Assassine. Mal schauen. Oh, allein, oh Gott, das will. Ja, mal schauen, ob wir das hinkriegen, ob wir das einigermaßen so hinbekommen wie gegen Siebrand. Das wäre schon sehr schön. Muss ich sagen. Zack, zack. Boing! Och, komm, warum... Ach, ja, leck mich doch am Arsch, ey, echt. Gehen wir auf den Straßen lang. So, okay. Na gut, vielleicht auch nicht. Na ja, da ist ja schon der Ausgang, gut. So, was denn? Hau ab. Im Moment noch gar nichts. So, haut alle ab. So, okay. Oh nein, hier ist ein Templer! Oh. So, okay, das war er zum Glück schon. So, okay, ja, mit dem Templer habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet gerade. Aber gut, 18... Ja. 18 von 16 Templern. Ich habe zwar am Anfang mal gesagt, ich mache in einem Special-Video... zeige ich euch die restlichen Templer, aber ich bin mir im Moment noch nicht sicher, ob ich dazu Lust habe. Mal schauen, das werde ich spontan machen, würde ich mal sagen. Und du kletter doch mal ein bisschen schneller. Heieiei. So. Wo muss ich hin? Da lang. Warum fallen die Bogenschützen eigentlich... Warum springst du denn jetzt? Oh, also heute geht mir, Alter, ihr tierisch auf den Sack, ey. Muss ich mal sagen. Er geht mir wirklich tierisch auf den Senkel. Er tut nicht das, was er soll. So, so. Und warum sind hier so viele Menschen? So, und nein, da ist eine, so, wie komme ich denn da jetzt hin? Ah, okay. Boah. Ja? Zack, so, okay. Wie komme ich denn jetzt da hin? So. Nein, habe ich nicht. Was zum Henker? Was war denn das jetzt für ein fucking Bug? So. Da ist auf jeden Fall... aha, wir hätten natürlich... So. Dann gehen wir von der Seite. Halt, ihr dürft hier nicht passieren. So. So, wir gehen von der Seite. Und natürlich ist der wieder... Was zum... Mann! Ey. Langsam geht mir, Alter, ihr aber sowas von auf den Sack, ne? Geht schnell. Was? So, ja, wir gehen. So. Okay. Irgendwo müssen doch hier Gelehrte sein. Wir suchen mal nach den Gelehrten. Oh, hier ist eine Flagge. Die nehmen wir mit.
Hier sind irgendwie keine. Okay, hier sind die Gelehrten auch nicht. Na gut, dann machen wir es ohne Gelehrten. Egal. Na los. Amen. Wir sind hier, um den Verlust unseres geliebten Majid Adin zu betrauern, der zu früh von uns genommen wurde. Ich weiß, dass sein Tod Trauer und Schmerz in euch weckt. Aber trauert nicht. Denn so wie wir aus Mutters Schoß geboren werden, so müssen wir alle eines Tages diese Welt verlassen. Das ist der Lauf der Dinge. Wie der Auf- und Untergang der Sonne. Nutzt diesen Moment. Denkt nach über sein Leben und dankt ihm für seine guten Taten. Wisset, dass ihr ihn einst wiedersehen werdet im Paradies. Wie ihr wisst, wurde dieser Mann ermordet. Wir haben nach seinem Mörder gesucht, aber das erwies sich als schwierig. Diese Kreaturen suchen den Schatten und fliehen vor jenen, die sich ihnen offen entgegenstellen. Doch heute nicht. Denn es scheint, einer von ihnen weilt unter uns. Er verhöhnt uns mit seiner Gegenwart und muss dafür zahlen. Packt ihn! Bringt ihn nach vorne, auf dass Gottes Gerechtigkeit ihn treffen mag. So. Okay. Ah. So. Das ist jetzt. Wird jetzt. Hier müsst ihr wirklich alles. Wow, 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 wow! What the fucking hell war denn das jetzt? Wow! Wow, 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 wow! Was zum Henker? Ja, also, verdammt. Es läuft gerade, wir müssen uns erstmal von den... So. Au! Ja. So. Ach, verdammt. So, wir bringen uns erstmal vor den Bogenschützen in Sicherheit. So. Und ich drücke dauernd den falschen Knopf. Boah. Ey, das gibt's doch nicht. Na also. So. Weg. Weg. Ja, geil. Und noch eine Patrouille. Wow, wow, okay, ich glaube, ich war gerade ein bisschen ruhig, ich war ein bisschen auf den Kampf konzentriert, aber jetzt bin ich wieder da, weil, jetzt sieht das alles schon ein bisschen besser aus. Ja, mache, tu ich ja. Tu, ja. Zack. So, ihr wundert euch bestimmt, dass Robert de Sable
ein bisschen seltsam klingt. Aber das hat einen gewissen... Oh. Ach Gott. Ah. Oh Gott. So. So. Bam. Ja, das hat einen gewissen Hintergrund. Aber den werdet ihr gleich erfahren. Denn jetzt sind... Oh Mann. Hinder mich nicht in meinen Angriffen, du... Penner. So. So, okay, jetzt könnt ihr euch der widmen. Wow! What the hell? So. Oh Gott. Oh nein, oh nein! Oh, 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 oh! Wow! Okay, oh shit, war das knapp. Ich will eure Augen sehen, bevor ihr sterbt. Ihr habt wohl jemand anderen erwartet. Ist das Hexerei? Keine Hexerei. Wir haben euch erwartet. Robert musste nur genug Zeit gewinnen, um wegzukommen. Also ist er geflohen. Wir können euch euren Sieg nicht nehmen. Ihr habt unsere Pläne vereitelt. Zuerst der Schatz, dann unsere Männer. Die Kontrolle über das Heilige Land ist uns entglitten. Aber dann sah er eine Möglichkeit, um das Gestohlene zurückzuholen. Um eure Siege zu unserem Vorteil zu nutzen. Al-Mualem ist noch im Besitz eures Schatzes. Wir haben eure Armee schon zuvor fehlgeleitet. Wie auch immer Roberts Pläne lauten, er wird wieder scheitern. Ah, aber dieses Mal sind es nicht nur die Templer, mit denen ihr es zu tun bekommt. Sprecht klar. Robert reitet gen Azur, um seine Sache vorzutragen. Sarazenen und Kreuzritter sollen sich vereinen gegen die Assassinen. Das wird nie passieren. Dazu gibt es keinen Grund. Vielleicht gab es keinen. Aber ihr habt ihnen einen geliefert. Oder besser neun. Die Leichen, die euren Weg pflastern, sind Opfer beider Seiten. Ihr habt die Assassinen zu einem gemeinsamen Feind gemacht und damit die Zerstörung eures gesamten Ordens besiegelt. Gut gemacht. Nicht neun. Acht. Wie meint ihr das? Ihr wart nicht mein Ziel. Ich werde euer Leben nicht nehmen. Ihr seid frei. Aber folgt mir nicht. Das muss ich nicht. Ihr seid bereits zu spät. Mal sehen. Wow! Das war... Och, nee! Wow, also, das war... Ja. Das war sehr knapp, muss ich sagen. Das war verdammt knapp eben. Beinahe hätte mich diese blöde Tussi auch noch gekillt. Meine Fresse. Wow. Okay. Ja. Ich habe Besseres zu tun. Wow. Da kam ich jetzt ganz schön ins Schwitzen. Muss ich ehrlich gestehen. Das war mega, mega knapp, ey. Wow. Huch. Und du haust endlich mal ab. Na also. Das war wirklich mega knapp. So, wir müssen jetzt wirklich versuchen. Das kostet dich den Kopf. So. Was? So. Das ist ein bisschen blöd. So, wir gehen hier lang. Meine Fresse, ey. Jetzt habe ich ganz schön geschwitzt. Ich glaube, ich war auch zeitweise während des Kampfes ein bisschen ruhig. Aber ich glaube, ihr versteht das, weil das war ein bisschen knapp. Weil vor allem, ich musste erstmal von diesen Bogenschützen und die haben mir ein... Diese ekelhafte Tussi hat mir ein bisschen viel extrem Schaden reingedonnert. Und das musste ich erstmal... Aber zum Glück hatte ich dann einigermaßen alles unter Kontrolle. So. Meine Fresse. Aber wir haben es jetzt zum Glück noch hinbekommen. Also war das jetzt... Aber wie gesagt, also Robert hat uns getäuscht. Und ja, mal schauen,
Wir haben die Frau laufen lassen. Was? Die Frau wird später noch in Assassin's Creed 2 eine Bewandtnis haben. Es war eine Falle. Ich hörte, es gab Tumulte beim Begräbnis. Was ist geschehen? Robert de Sable war nicht dort. Er hat jemand anderes an seiner Stadt geschickt. Er hat mich erwartet. Ihr müsst zu Al-Mualem. Wir haben keine Zeit. Sie sagte mir, wohin er will. Wenn ich nach Maisyaf zurückkehre, könnte er Erfolg haben. Und dann würde er uns vernichten. Wir haben die meisten seiner Männer getötet. Er kann keinen offenen Angriff führen. Wartet. Sagtet ihr sie? Ja, es war eine Frau. Seltsam, ich weiß. Aber dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen uns auf Robert konzentrieren. Wir mögen seine Reihen geschwächt haben, aber der Mann ist gerissen. Er trägt seinen Fall Richard und Salah al-Din vor, um sie gegen einen gemeinsamen Feind zu vereinen. Gegen uns. Das müsst ihr falsch verstanden haben. Das ergibt keinen Sinn. Diese Männer würden nie... Oh doch, das würden sie. Und es ist unsere Schuld. Die Männer, die ich tötete. Männer beider Seiten des Konflikts. Wichtige Männer für beide Führer. Roberts Plan ist ehrgeizig, aber er macht Sinn. Und er könnte aufgehen. Seht doch, Bruder. Die Dinge haben sich verändert. Ihr müsst nach Masyaf zurück. Ohne Erlaubnis des Meisters können wir nichts tun. Es könnte die Bruderschaft gefährden. Ich dachte, ihr hättet das nunmehr begriffen. Versteckt euch nicht hinter Worten, Malik. Ihr führt unser Credo und seine Dogmen wie einen Schild. Er verbirgt etwas vor uns. Etwas Wichtiges. Ihr habt mich gelehrt, dass man nichts wissen kann, nur vermuten. Nun, ich vermute, unser Kampf gegen die Templer geht tiefer. Wenn ich mit Robert fertig bin, reite ich nach Masyaf, auf das wir Antworten erhalten. Aber vielleicht könntet ihr schon vorgehen. Ich kann die Stadt nicht verlassen. Dann mischt euch unters Volk. Befragt die Diener der Männer, die ich tötete. Findet heraus, was ihr könnt. Ihr habt scharfe Augen. Vielleicht seht ihr etwas, das mir entgangen ist. Ich weiß nicht. Ich muss darüber nachdenken. Tut, was ihr müsst, mein Freund. Aber ich muss gen Arsur aufbrechen. Jeden Moment, den ich zögere, gewinnt unser Feind an Boden. Seid vorsichtig. Das werde ich. Versprochen. Okay. Attentat 6 beendet und wir haben irgendwas vergessen. Robert nach Arsur reiten und Robert finden. Ach so, ja genau. Wir müssen jetzt die Stadt verlassen. Aber ich werde hier einen Cut machen, würde ich sagen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir gegen Arsur reiten. Und ja, man sieht sich. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.